Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Atomic Heart, wir machen weiter. Und ja, laufen jetzt hier lang. Dieser andere Roboter ist bestimmt jetzt auch feindlich. Ne? Jetzt haben wir mal einen von dem besiegt. Der ist immer noch nicht feindlich. LOL. Na gut. Speichere Daten. Sehr schön. Speichere Daten. Ah, ich habe ja ein bisschen Energie verloren. Ja, ja. Aber warte mal, wie viel habe ich jetzt von den Dingern eigentlich im Lager? Warte mal. Autorisierung. Mayo. Ah, na, du weißt doch, wer ich bin. Hier, mein gleichen Kühlschrank. Wodka, was soll denn mit Wodka? Soll ich das wieder ein bisschen schön saufen oder was? Ich glaube, ich nehme mal einen großen, ne? Wir halten von denen drei, ne? Oh, der ist ja nicht dumm. Ich nehme mal so einen kleinen und ich nehme mal. Ja, so einen großen. Ich nehme mal einen mittleren, warte mal. Einen mittleren. Genau, ist halt von ganz. Zugang gewährt. Und fülle mal wieder nach. Also mal, den mal wieder, cool, mal wieder. Das ist immer wieder das Gefühl, voll Energie zu haben. Genau. So. Speichere da. Jupp. Mach mal. Und jetzt? Mit dir reden? Nö. Ah. Die Hände brauche ich dafür. Ah, okay. Ah, hier war ich fertig, ne? Nee. Oh Gott, der hat vergessen. Wer hat denn hier das nicht eingesammelt? Hä? Hab ich ja nur gelesen, nicht eingesammelt, aber ich bin ja auch immer ein Idiot. Oh Mann. Na gut, dann speichere ich kurz nochmal, weil ich es jetzt ja eingesammelt habe. Wie geht das? Halt ihn an meine Neurosensor-Kontakte. Ja. Multischlüssel aktiviert. Das ist einfach eine Spritze. Da ist ein Kühlschrank. Und jetzt? Was willst du? Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Schlüssel fühlte es sich an, als würde mir ein Glied fehlen. Einen Moment bitte. Haben wir sie repariert oder beschädigt? Tereshkova sind modernste Modelle mit Selbstreparatursystemen. Eine berühmte Schauspielerin und Kosmonautin diente ihnen als Vorbild. Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Viel besser. Wenn du erlaubst, halte ich jetzt eine Rede. Seid gegrüßt, Genossinnen und Genossen. Willkommen im sowjetischen Ausstellungszentrum. Was soll der Scheiß? Welche Rede? Du spazierst an Leichenhaufen vorbei. Überall ist Blut. Und du willst eine Ansprache halten? Meine Algorithmen sind von Grauen erfüllt. Mir fehlen jedoch die nötigen sprachlichen und visuellen Mittel, um Furcht, Entsetzen und andere negative Emotionen auszudrücken. Ich wurde erschaffen, um immer positiv und optimistisch zu bleiben. Die groteske Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und der grauenhaften Umgebung widert mich an. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ach, verstehe. Damit konnte wohl niemand rechnen. Also, Roboter, versetzt das WDNH in den Drillmodus. Drillmodus? Das würde noch stärkere Aggressionen der passiven und physischen Sicherheitssysteme auslösen. Dies könnte dich gefährden und zum Tod von Überlebenden führen, sofern es noch welche gibt. Ja, eben, sofern es noch welche gibt. Aber das hier ist der reinste Friedhof. Jetzt tu endlich, was ich dir sage, Roboter. Du hast mir einen seltsamen Befehl gegeben. Alle Menschen im Komplex wurden von Robotern getötet, doch du bist unversehrt. Das ist verdächtig. Beweise, dass du ein Mensch bist.
Ich werde nicht den Befehlen eines Roboters folgen, der sich als Mensch ausgibt. Toll. Und wie bitte soll ich das tun? Mir die Adern aufschlitzen? Du musst den Darwin-Test bestehen, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Den was für ein Test? Was? Welcher Test? Wie wär's, wenn ich dir stattdessen den Kopf abreiße? Ohne ihre Hilfe wird es zu lange dauern, den Drill-Modus zu aktivieren. Ich kann diese Information bestätigen. Ah, meinetwegen. Dann mache ich halt deinen verdammten Darwin-Test. Was soll ich also tun? Beweise, dass du ein Mensch bist, Pionier Nechayev. Lege 3 Gegenstände auf dieses Podest, welche die 3 wichtigsten Werte eines Sowjetbürgers repräsentieren. Was? Kunst, was Arbeit, was? Leben. Was? Schöne Scheiße. Jetzt muss ich mich mit noch einem Schloss rumärgern. Ich bin der reinste Magnet für nervigen Scheiß. Was? Arbeit, Leben und Kultur. Kunst, Arbeit, Leben hast du gesagt. Kunst, Arbeit, Leben. Was wichtig für sowjetische Bürger ist? Sehe ich so aus, als käme ich mit der Sowjetunion aus? Finde die Stimme des Mutterlands, um Gottes Willen. Was weiß denn ich? Finde die Sprosse des... Was weiß denn ich? Oh Gott, ich will... Komm nicht zu nah. Radio. Ah, Radiostimme. Ja gut, Radiostimme. Ey, du willst dich verarschen, oder? Junge, ihr mit euer blöden Sowjet... Ihr geht bitte echt auf den Keks, ne? Wisst ihr was? Ich steck euch eure Sowjetunion quer in den Arsch, wenn ich hier fähig bin. Alter Schwede. Ah, hier! Ich hab einen Darwin-Test! Muss ja leider sein, dass du Sowjetbürger bist, darf doch mal, ne? Arbeit mit Kindern, ja, gut, Alter. Kinder, vor allem Jungpioniere sind unser schwieriges Publikum. Sie sind laut und unruhig und ihre Betreuer haben sie meist nicht im Griff. Es wird etwas leichter, wenn man sie Spiele mit Belohnungen spielen lässt oder mit ihnen Aufgaben gibt. Aber die Arbeit zu einem solchen Publikum erfordert eine ganz bestimmte Herangehensweise. Versucht den Weg von oben nach unten zu gehen, ohne zu entstehen zu bleiben. Lasst die Kinder die Absätze ihrer Gruppe Eis essen, vor allem in der Nähe der Ausstellung. Keine Kinder auf den Geländern. Wenn sich jemand auf einen Arm oder ein Bein bricht, kann er nicht zu Pavlov oder zu einer Kontrollation bedarf, weil das eingeschränkt wurde. Lasst die Kinder nicht zu lange im Buraf-Spielbereich herumtrübeln und lässt sie nicht in den Wal werfen. Wir mussten letzten Mittwoch 2 Papierflugzeuge rauswischen. Wir mussten schon 2-mal Kinder von den Wolken in der Tschechlomaja-Ausstellung herunterholen. Die kamen robust, sie halten ein Kind schon aus, aber es ist einfach zu gefährlich, bitte achtet darauf. Gebe den jüngsten Kindern nicht zu Pavlov, sie fangen an zu weinen. Kurz gesagt, halt euch in die Regeln, habt keine Angst, die Betreuer zu tadeln, ist ihre Aufgabe, die Kinder zu beaufsichtigen, nicht eure. An alle Mitarbeiter von Jelisarova. Aufgrund der erwarteten Anzahl von Besuchern am 10. haben wir einige zusätzliche Dinge bestellt. Okay, als 10 Kartons. Cool. Ah, ist ja ein bisschen Bestellliste. Ist ja nicht so interessant. Alter, made in the USSR, genau. Made in China, ey. Mein Gott, ich. Hä? Wie geht das auf? Oh. Hey, du Leiche. Das ist schon komisch, aber die Tereshkova liebt sie. Was? Obwohl sie ein Roboter ist. Blumen, gib ihr Blumen. Einige Roboter sind nahezu menschlich. Und einige Menschen sind nahezu wie Roboter. Hä? Wir leben in seltsamen Zeiten. Oder besser gesagt, lebten. Ne, es war eine richtige Idee. Da sind die beiden Kisten, haben noch mehr Kisten. Alter. Junge, bin ich Soldat oder bin ich hier jetzt, mache ich hier jetzt Grundschulaufgaben? Reicht das ja? Sehr. Der nächste ist da drin. Also
Hallo, ich da. Gib mir her. Boah, jetzt mal Lanze. Werkzeugstahl. Stahl mit einem coolen. Okay. Cool. Hier dein blöden Test. Du. Also. Also, nochmal von vorn. Was hat es mit diesen Darwin-Tests auf sich? Ja, ich helfe gerne, Major. Werte der Kunst, Arbeit, nee, werte gerade Leben. Arbeit, Kunst, Leben, Kunst, Arbeit, Leben, warum? Arbeit, Kunst, Leben, ich glaube Arbeit, Kunst, Leben war das. Pass einfach auf deine Finger auf. Ich möchte nicht wieder nach diesem Multischlüssel suchen. Der Hammer ist des Arbeiters Freund. Die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Wie wär's mit etwas fröhlicher Musik? Wir haben schon genug Weltuntergangsstimmung. Radio der Zukunft. Erstaunliche Musik, die auf Basis der Vorlieben und Tendenzen moderner Künstler von einem hochmodernen Quantensuperrechner erzeugt wird. Laut der Relativitätstheorie sind das die Lieder, welche die Bürger der Zukunft hören werden. Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Bitte sehr, etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Lausche des Frühlings, süßer Hymne, wohin auch du dich begibst. Ich liebe dich, Leben, und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Nee. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinander gebracht. Ich gebe dir ein Gefühlsalgorithmen. Pionier Netschajew, du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich würde... Ja. Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht, oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drill-Modus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Was? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militär-Drill-Modus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super, und wo finde ich ein weiteres Metall-Arschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin Claire zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt du das, lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo die Einzelteile der armen Claire gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir. Das ist ja alles ungeheuerlich. Die Roboter müssen völlig den Verstand verloren haben. Echt? Du kannst nicht irgendwie schneller gehen oder so, ne? Sonst so?
So, ich mache mir da mal einen Kaffee, ne? Bis du da bist, habe ich schon mal drei Mal habe ich schon einen Kaffee gemacht, eingekauft und Wohnung geputzt. Ach herrje, man sehe sich das an. Es ist Gott. Ein nobles Ziel, Waldarbeitern und Ersthelfern beizustehen. Das sind Hurensöhne, dieses Ding da. Wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören und zu zerstückeln. Und der da, das ist noch eins von denen. Steht nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Oh, Alter, geh doch. Schämst du dich nicht, deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? Für eine Unordnung. Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. Aber halt, die haben ja diesen Schlamassel angerichtet. Ich bin heute so durcheinander. Boah, ich bin auch durcheinander da. Aber jetzt geh einfach. Nein! Ich euch Menschen beneide. Ihr könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte... Aber wechseln wir das Thema. Es gibt eine Vielzahl von Laborrobotern. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigte kinetisch-skalare Neurogel-Kapsel kodiert wurde. Mhm. Du kannst sie bei einem der besiegten schwarzen Laborroboter erbeuten, sofern seine Kapsel noch intakt ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend! Du hast keinen Anstand. Du hast vielleicht schon Nora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Schon unterwegs, Genosse. Oder noch ein Roboter. Es ist auch eine Rede. Das ist ein schöner Roboter. Ja. Oh, wer ist ein braver Junge? Wer ist der süßeste, drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Das Ding ist ein Hurensohn. Kein Schnuckelding. Was? Man kann sie nicht anders bezeichnen, so. Hier, Genosse. Das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Hm? Was denn? Du nimmst hier was. Oh. Achso. Versuch bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden.
Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Oh mein Gott, geht die Alte ein auf den Sack, ey. Das ist ja widerlich. Aber ich würde sagen, passt ja auch gerade. Wir machen jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und beim nächsten Mal geht's wieder weiter. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein, bis dabei. Wir sehen uns. Tschüss, bis dann. Ciao.